Am Montag, den 17.09.2018, stellte sich unser Bundestagsabgeordneter Sepp Müller der Diskussion über das wichtige Thema Pflege. Viele Unternehmer uns unserem Ruf gefolgt sind, die haben sie direkt angeschrieben, dass am Ende dann doch so viele kommen, obwohl es relativ kurzfristig war, freut mich, weil sie haben mit Erich Ilsthofer hier den Mann, der im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages dafür Verantwortung trägt, dass ihre Anregung auch ins parlamentarische Verfahren, unter anderem was auch das Thema Pflegeuntergrenzen betrifft, mit Einklang findet. Und er hat gesagt, natürlich, wenn du eine Veranstaltung machst, dann möchte ich nicht nur die bayerische Meinung vertreten, sondern wir als CSU sind eine Partei, die für ganz Deutschland Verantwortung übernimmt. Und deswegen komme ich auch gerne nach Lutherstadt-Wittenberg. Herzlich willkommen, lieber Herr. Um 19 Uhr ging die zweistündige Veranstaltung los. Für die Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste eingeladen worden, um ihre Fragen zu stellen. Auch Angehörige und selbst pflegebedürftige Personen konnten bei der Diskussion dabei sein. Herr Müller hat Erich Ilsthofer, Mitglied des Deutschen Bundestages aus Bayern, als Ehrengast eingeladen, mit dem er sich den Fragen stellen wollte. Herr Ilsthofer ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Außerdem wurde Professor Götz eingeladen, welcher sich seit Jahren ehrenamtlich für Barrierefreiheit in Wittenberg engagiert. Themen des Abends waren unter anderem die Pflegestärkungsgesetze 1 bis 3 und das Bundesteilhabegesetz. Diskutiert wurde über das Thema Fachkräftemangel im Pflegesektor. Es fehlen nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Pflegehilfskräfte. Gleichzeitig wurde über Probleme bei der Betreuung von pflegebedürftigen Kindern diskutiert. Das lebt und liebt seinen Bereich, das ist ganz wichtig und mir war wichtig, dass auch die Fachleute hier sitzen. Sie sehen, da weiß auch, von was er spricht. Ich glaube, du hast ja auch einiges mitgenommen. Zum Ende der Diskussion wurde über die Möglichkeit eines Gesellschaftsjahres diskutiert, wobei junge Menschen für einen bestimmten Zeitraum in Berufen arbeiten könnten, die sie sich sonst möglicherweise nicht für ihre Zukunft aussuchen würden. Ganz herzlich für meinen Kollegen bedanken und da ja unser Ministerpräsident gläubiger Katholik ist und in Wittenberg ist, denke ich, dass es für die Lutherstadt Wittenberg ganz wichtig ist, lieber Erich, dass du die Lutherbibel mit nach Hause nimmst. Ja, nicht nur als Katholik, weil Luther war ja damals Katholik, ist dann aber vernünftig geworden und hat die 35 an die Thesen geschlagen, auch ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ja, nimm das mit nach Freising. Vielen Dank, dass du da warst. Am Ende der Veranstaltung hatte jeder Besucher noch die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch mit Herrn Müller, Herrn Ilsthofer und Professor Götz zu führen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.